Heute ist es endlich soweit. Das erste Video auf diesem Kanal erscheint und wir stellen uns die Frage, können wir es schaffen, mit Dynamo Dresden die Champions League zu gewinnen? Und wer könnte bitte besser für diesen Job sein als Linus Live? Okay, er sieht irgendwie ein bisschen anders als ich aus. Nicht nur, dass er eine ziemliche Hackfresse hat, auch das Outfit passt irgendwie nicht so ganz. Aber ich glaube, dafür haben wir eine Lösung. Besser. Regeln des heutigen Videos sind ganz simpel. Wir versuchen mit Dynamo Dresden die Champions League zu gewinnen. Oder erstmal aus der dritten Liga allgemein aufsteigen, wäre auch gut. Stand der Aufnahme steht Dresden nämlich auf dem dritten Platz der dritten Liga und ist mitten im Aufstiegskampf. Der VfL Osnabrück gewinnt mit 2:1 gegen den BVB. Und wir wollen natürlich schauen, was vielleicht in Zukunft noch geht. Und vielleicht kann man ja die Champions League gewinnen. Aber in diesem Video sind keine Jugendspieler erlaubt, keine Cheats. Und damit kann das Video einfach auch irgendwann zu Ende sein, ohne dass wir die Champions League gewonnen haben. Sollte das der Fall sein, gibt es natürlich eine Bestrafung. Und diese tritt in Kraft, sollten wir gefeuert werden, bevor wir die Champions League gewonnen haben. Offensichtlich, oder? Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange drum rum. Dynamo Dresden ist natürlich unser Verein. 4,8 Millionen Transferbudget und ein Vereinswert von 10,3 Millionen. Aktuell in der dritten Liga. Erfolge national sind natürlich sehr hoch und unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen. Das hat mein Verein Dynamo Dresden, by the way, noch nie geschafft. Ich glaube, der größte Erfolg war ein Halbfinale im Europapokal, oder? Okay, es war ein Viertelfinale, aber immerhin ein Halbfinale im UEFA-Pokal. Was auch immer das war. Bruder, ich bin so jung, das ist krass. Und es ist soweit. Live Linus. Oder Linus Live betritt den Presseraum. Herzlich willkommen. Ja, Freunde, was geht? Ja, ja, ich bin da. Ich rette den Verein. Live mit der Nummer 1. Oh mein Gott, es sieht so sexy aus. Okay, wir brauchen natürlich Geld. Deswegen gibt es auch erstmal hier den European International Cup. Da werden wir mitspielen. Und direkt den ersten Pokal holen, ist doch logisch. Nein, um ehrlich zu sein, bedarf es einen großen Umbruch, damit wir auch in Zukunft irgendwann die Champions League holen. Und deswegen müssen alle Spieler, die an die 30 gehen, so sehr es mir auch leid tut, ihr müsst einfach gehen, Digga. Ihr müsst einfach alle weg. Ich kann mit euch nichts anfangen. Wie man sieht, haben wir auch 4 ausgeliehene Spieler. Und davon sind 3 richtige Talente. Und deswegen ist der erste Fokus, den wir legen, diese 3 Top-Talente direkt zu verpflichten. Weil sie können potenzielle Leistungsträger werden. Ein paar Sekunden später. Christian Conte bindet sich nun offiziell an die SG Dynamo Dresden. Und ist damit der erste Spieler, der fest verpflichtet wird und ein Bestandteil der Zukunftsmannschaft von Dynamo wird. Wir zahlen 1,6 Millionen. Ist ein guter Preis, würde ich sagen. Nächster fester Transfer ist Dennis Borkowski. Auch er bindet sich 5 Jahre langfristig an die SGD und wird auch Teil der Zukunftsmannschaft sein. Digga, ich glaube, ich merke es jetzt schon. Ich trage dieses Wappen nicht umsonst auf der Brust. Ich werde diesen Verein in die Champions League führen. Und wenn nicht, habe ich noch gar nicht gesagt, muss ich einen Löffel Chili essen. So Pulver. Oder Kurkuma. Ich weiß es noch nicht. Boah, was knallt mehr, Kurkuma oder Chili? Nein, scheiß drauf. Ich werde doch eh die Champions League gewinnen. Ich muss das nicht essen. Ihr wisst doch selber, dass ich bin ein krasser Trainer. Ihr wisst doch. Und der nächste Festtransfer, auch ein Leihspieler, ist... Was, Bruder? Pack! Was soll ich sagen, Bruder? Ki-Jung-Woo. Auch er bindet sich 5 Jahre. Und jetzt kommen wir an ein Problem, was Dynamo Dresden wahrscheinlich auch im echten Leben betreffen wird. Nämlich nachdem wir all die Leihspieler, beziehungsweise noch nicht mal alle, verpflichtet haben, haben wir schon fast kein Geld mehr. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Spieler verkaufen. Nicht nur verkaufen müssen wir, sondern wir holen auch Oliver Batista Meyer zurück aus der Leihe, damit wir ihn auf unserem Flügel einsetzen können. Und auch wenn es eher unrealistisch ist, werden wir die Leihe von Ahmed Aslan beenden. Aktuell ist Ahmed tatsächlich sogar Top-Torschütze und Top-Torjäger und Top-Tor irgendwas. Also der ist einfach krass in der dritten Liga und bei Dynamo Dresden. Aber für die Zukunft werden wir ihn nicht brauchen und er wird nur den Platz für Talente in dem Kader wegnehmen. Sorry. Boah, es war echt hart, Digga. Bin ich ein strenger Trainer? Schon, oder? Unser erster Abgang ist Manuel Schäffler. Er geht für 57 Millionen. 1000, meine ich. Zu Grasshopper. Und damit haben wir unseren ersten Verkauf und überragenden Spiel gemacht. Und unser erstes Spiel geht 1:1 aus. Conte mit dem Tor. Scheint anscheinend schon mal eine gute Verpflichtung gewesen zu sein. Als nächstes verlässt uns Patrick Weihauch für 890.000 Euro zu irgendeinem Verein, den ich nicht kenne. Auch sehr harter Abgang, aber leider viel zu alt und den brauchen wir nicht. Wir brauchen das Geld. Auch Paul Lehmann verlässt uns für 2 Jahre, aber nur auf Leihbasis, damit der Junge sich ein bisschen entwickelt. Und Panagiotis Flakodimos, der ist auch leider viel zu alt, verlässt uns in Richtung Birmingham für 710.000. Ey, hier ist gerade richtiger Ausverkauf. Nehmt's wirklich nicht übel, aber die Spieler müssen weg, weil so können wir niemals die Champions gewinnen. Mit solchen alten Säcken in der Mannschaft. Aber ich liebe ihn. Flakodimos. Falls du das hier siehst.
Du bist der Beste. Schade um Flakodimos, dafür gewinnen wir direkt das erste Ligaspiel. Und Batista Meier direkt mit 2 Toren, den ich zurück aus der Leihe geholt habe. Und jetzt müsst ihr ganz stark sein. Tim Knipping, unser Kapitän, verlässt uns für 1,1 Millionen in Richtung... England. Und Yongming Seo für 2 Jahre in Richtung Benevento. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr hart, aber unser Capitano ist leider auch viel zu alt für diese Mannschaft und deswegen muss er weg. Dafür verpflichten wir aber Drittligatalent Leandro Mogala ligaintern von 1860 München und haben einen richtigen Banger aus der dritten Liga in der Innenverteidigung dazu gewonnen für 2 Millionen. Hey, 17 Jahre ist der Mann, das ist... mehr als ein guter Ersatz. Und gleichzeitig verpflichten wir noch Andy Diouf vom FC Basel, das 19-jährige Mittelfeldtalent. Oh, der will doch ein bisschen mehr Gehalt. Kommt auch zu SG Dynamo Dresden und damit haben wir das Mittelfeld in der Zukunft auch schon mal gesichert. Manchmal muss man auch harte Dinge tun, um dafür für die Zukunft krasse Dinge zu haben. Zitat Ende. Jetzt verlässt uns auch noch Robin Becker in Richtung Pisa für 940.000. Einfach ein Verteidiger zu viel, den wir nicht brauchten und dafür saftiges Cash, was wir bekommen. Und das hier ist die Mannschaft, mit der wir in diese Saison starten. Viele talentierte Spieler und ein erfahrener Torwart sind, glaube ich, die Kombination, die es dazu bringen können, dass wir diese Saison direkt aufsteigen müssen. Tennisse haben wir hier vielleicht auch ein paar Leute, die es bis zum Ende schaffen könnten. Zum Beispiel Conte, der sich hoffentlich krass entwickeln wird. Borkowski eventuell, Elas und Mogala in der Verteidigung. Aber auch Diouf, der sehr viel Potenzial hat. Die Leute könnten es vielleicht schaffen, sogar am Ende mit uns die Champions League zu gewinnen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal, die dritte Liga zu gewinnen. By the way, im Hintergrund simuliert gerade die erste Saison. Und was ich euch kurz mitteilen wollte, unter den ersten 1000 Abonnenten dieses Kanals verlose ich 100 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach in die Kommentare euren Lieblingsverein zu schreiben. Also würde ich jetzt beispielsweise Dynamo Dresden reinschreiben. Und dann nehmt ihr automatisch teil und könnt, solltet ihr einer der ersten 1000 Abonnenten sein, 100 Euro Gutschein nach eurer Wahl gewinnen. Also lasst einen Kommentar da und ein Like wäre auch ganz cool. Die erste Saison ist vorbei. Komischerweise ist unser Manager-Rating ganz, ganz schlecht da oben links. Und ich habe Angst, dass wir es nicht geschafft haben, aufzusteigen. Aber wir haben es geschafft als Erster. Was für scheiß Manager-Rating. Hab doch gesagt, ich bin guter Trainer. Hä? Was denn? Unsere Mannschaft hat sich anscheinend auch sehr, sehr, sehr krass entwickelt. Fast alle Spieler auf einer 70 bis auf Hermann. Der ist ein bisschen zurückgeblieben. Top-Torjäger ist Dennis Borkowski geworden mit Chris Conte. Und die meisten Vorlagen hat Julius Kade gegeben mit Oliver Batista Meier. Ey, ich bin sehr, sehr zufrieden und wir steigen auf und starten die nächste Saison in Liga 2. Obwohl, bevor die zweite Ligasaison losgeht, verkaufen wir Sven Müller doch noch. Wollten wir eigentlich letzte Saison schon machen. Und Stefan Kutschke geht schweren Herzens auch. Eine Legende verlässt den Verein. Was soll ich sagen? Auch für ihn holen wir uns die Champions League. Wir haben ein Transferbudget von 7 Millionen Euro und werden damit jetzt mal so richtig ein paar Veränderungen treffen müssen. Zum einen holen wir Ersatzstürmer Nelson Viper von Mainz, damit wir Kutschke ersetzen können. Und ich glaube, er wird auch Ersatzstürmer bloß, denn Borkowski macht sich ziemlich gut da vorne. Und jetzt kracht's. Pisa bezahlt 1,8 Millionen für Julius Kade. Freigabesumme. Das heißt, wir verlieren einen Mittelfeldspieler und müssen gucken, wie wir den Mann ersetzen. Auch Guria verlässt uns. Für 88, der Mann ist natürlich auch viel zu alt und wir brauchen neue Flügelstürmer. Und Julius Kade ist jetzt offiziell weg, das heißt, wir brauchen jemanden im Mittelfeld noch dazu. Und als direkter Ersatz kommt Top-Talent Larsson für 3,5 Millionen. Ich glaube, das ist der neue Top-Transfer. Aber dafür haben wir jetzt einen richtigen Banger im Mittelfeld. Okay. Ich korrigiere. Wir haben doch einen neuen Top-Transfer. Mit 3,6 Millionen kommt Dijon Camari für das zentrale offensive Mittelfeld als ein extrem krasses Top-Talent. Und das ist auch tendenziell ein Spieler, der vielleicht bis zum Ende durchhalten könnte. Problem ist, ich habe mich vielleicht gerade ein bisschen verzockt, denn wir haben bloß noch 94.000 Transferbudget und wir müssen wahrscheinlich auch noch Verträge verlängern für diese Saison. Das heißt, wir müssen definitiv noch irgendjemanden verkaufen jetzt. Und was auch gerade komisch ist,
Wir haben unser erstes Pokalspiel jetzt in der zweiten Saison. Ich meine, wo haben wir denn letzte Saison im Pokal gespielt? Also irgendwie waren wir letzte Saison gar nicht im Pokal dabei. Ich hab's nicht vergessen, euch zu zeigen. Wir haben einfach nicht mitgespielt. Dafür spielen wir diese Saison mit und gewinnen direkt 3-1 gegen Oldenburg. Und vielleicht schaffen wir es ja, den Pokal zu gewinnen. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no. Und anscheinend haben wir den Mann gefunden, der verkauft wird für 1,245 Millionen Euro. Verkaufen wir Park, den wir ja letzte Saison erst wieder verpflichtet hatten. Aber ihr seht, wir haben ihn, glaube ich, für 600.000, 700.000 verpflichtet und haben definitiv dickes Plus gemacht. Damit können wir jetzt auch die ganzen Verträge verlängern. Oder auch doch nicht, denn unsere Spieler verlangen mittlerweile viel zu viel Geld und wir können einfach nicht verlängern. Aber Triljaccia will eh weg und Lewald brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen lassen wir die Verträge einfach auslaufen und suchen uns nächste Saison einfach ein paar neue Spieler. Apropos nächste Saison, es ist wieder Zeit, bis zum Ende der Saison zu simulieren. Und wir schauen, wie weit wir in der zweiten Bundesliga und im DFB-Pokal kommen. So, und jetzt bin ich mal ganz doll gespannt, ob wir vielleicht das Unmögliche geschafft haben. Manager-Rating sieht auf jeden Fall besser aus als in letzter Saison. Und da sind wir Erster gewesen. Das heißt, vielleicht haben wir die Saison auch eine gute Saison gespielt. Achter in der zweiten Liga. Ich glaube, so gut war Dresden, seitdem ich Dresden-Fan bin, noch nicht. Wir waren aber doch ganz schön weit weg vom Aufstieg. Genauso weit waren wir auch im Pokal vom Pokalsieg weg, denn wir sind in der zweiten Runde ausgestiegen. Unsere Mannschaft hat sich tatsächlich sehr, sehr gut entwickelt. Vor allem Pokowski ist jetzt bei einer 76 und Conte bei einer 74. Dafür hat es aber irgendwie Batista Meier noch nicht so ganz geblickt, wo es hingehen soll. Das heißt, der wird wahrscheinlich ersetzt und in der Außenverteidigung sieht es mir auch nach Ersetzungspotenzial aus, sagen wir mal so. Ach, und Top-Torschütze ist tatsächlich Pokowski und Conte geworden. Und Top-Vorlagengeber Melichenko mit 4 Vorlagen, was echt sehr, sehr schwach ist. Also, es gibt einiges zu tun und ich würde sagen, in nächster Saison wird's krachen. Und diesmal haben wir 12 Millionen Transferbudget, die wir aber wahrscheinlich eher weniger nutzen können, denn wir brauchen erstmal neue Verträge für unsere Spieler, bevor wir nächste Saison wieder keine Verträge verlängern können, weil das wäre der Frühbruch. So, alle Verträge verlängert und ich glaube, ich mache jetzt eine sehr, sehr gewagte Sache. Denn ich verpflichte einen Torwart für 9 Millionen Euro und damit haben wir einen neuen Top-Spieler und einen neuen Top-Torwart, der uns wahrscheinlich die Saison zum Aufstieg führen könnte. Ein Torwart ist nämlich mit das Wichtigste im Karrieremodus und jetzt haben wir einen der Besten. Also wenn wir die Saison nicht aufsteigen, weiß ich auch nicht. Gleichzeitig verkaufen wir Claudio Kammerknecht an Kopenhagen für 2 Millionen, sowie Michael Akoto und leider auch mein Bruder Paul Will. Du weißt, du bist mein Bruder, aber du bist einfach zu schlecht für diese Mannschaft. Du musst gehen. Vielleicht hole ich dich noch, wenn wir es schaffen. Okay, ich gebe dir jetzt ein Versprechen. Sollten wir es ins Champions-League-Finale schaffen, hole ich dich noch rechtzeitig zurück und du darfst den Pokal hochheben. Ist es ein Deal? Ist ein Deal, oder? Wir verpflichten außerdem auch noch Top-Talent Sidney Rebiger. Tatsächlich nur für die Bank. Aber man muss ja auch irgendwie Paul Will ersetzen, weil der Mann ist eigentlich quasi fast unersetzbar, ne? Und der nächste Mann geht. Niklas Hauptmann verlässt uns. Tut mir sehr leid, aber musste so sein. Oh. Und jetzt kracht es völlig. Oliver Batista Meier verlässt uns auch. Und wir haben keinen Flügelstürmer mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt Ersatz. Scheint erstmal nach einem dicken Downgrade, aber wir verpflichten tatsächlich Paul Wanner. Für die Zukunft ist das, glaube ich, ein richtig krasser Transfer. Kurz vor knapp verpflichten wir jetzt auch noch Amaraoui für die Linksverteidigung. Ist auch kein Upgrade, aber gleichwertig dafür 3 bis 4 Jahre jünger als unser jetziger Linksverteidiger. Das heißt, auch für die Zukunft wieder richtig schlauer Transfer. Tatsächlich verlässt uns auch noch kurz vor knapp Luca Hermann. Ey, hier geht's drauf und drüber, was in dieser Transferperiode hier alles passiert ist. Es ist unfassbar. Und ich glaub's wirklich nicht, was hier passiert. In letzter Minute geht auch noch Jonathan Meyer und wir haben unsere Konten wieder richtig gefüllt und können uns jetzt noch den ultimativen Rechtsverteidiger holen. Und genau das tun wir auch. Wir holen uns einen neuen Rechtsverteidiger, Enzo Ciaccio oder wie auch immer er heißt. Und damit ist die Mannschaft komplett für diese Saison. Und alles andere als aufsteigen wäre mit dieser Mannschaft ganz, ganz großer Quatsch. Okay, und wir haben by the way nur ein Ersatzspiel. Das heißt, wenn sich irgendeiner verletzt, haben wir schon ein Problem. Und jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Manager-Rating mal wieder so
nicht so gut. Aber wir müssen es doch geschafft haben, in der dritten Saison in die Bundesliga aufzusteigen. Wir haben den 1. Juni 2025 und haben wir es geschafft, meine SGD in die Bundesliga zu bringen. Um 2 Punkte verpassen wir die Relegation und um 4 Punkte den direkten Aufstieg. Das darf doch nicht sein. Wir waren so nah dran. Und auch im DFB-Pokal hat es völlig gekracht in der ersten Runde gegen Magdeburg. Aber die Mannschaft sieht dafür richtig gut aus. Ich glaube, die Jungs haben alles gegeben, aber alles war anscheinend noch nicht gut genug. Und wir müssen in eine weitere Saison gehen, um in die Bundesliga aufzusteigen. In der neuen Saison angekommen, verpflichten wir für 0 Euro einen neuen rechten Flügel mit einer ultimativen Bewertung von 78 und damit einem absoluten Banger. Und für die Breite holen wir noch Kevin Brackelmann, so ein bisschen einfach ein kleiner Innenverteidiger, nicht krasse Bewertung, aber einfach ein bisschen für die Breite. Und da der letzte Rechtsverteidiger, den wir verpflichtet haben, nicht das wahre vom gelben Ei war, holen wir noch Mehmet Can Aydin als neuen Rechtsverteidiger. Und da ich ehrlich gesagt gerade hier gar nicht so sehe, wen ich hier Neues noch verpflichten könnte oder müsste, lassen wir den Rest auch so und behalten unser Transferbudget von 9 Millionen bis zur nächsten Saison in der Hoffnung, dass wir aufsteigen und dann einen richtigen Banger verpflichten können. Also Freunde, ich sage euch eine Sache. Wenn wir es diese Saison nicht geschafft haben aufzusteigen, Digga, ich gebe es auf, ich sage ehrlich, mit dieser Mannschaft, die wir haben, ach du Scheiße, das Trainerrating, es ist schon wieder so schlecht. Ey, aber es ist vielleicht ein gutes Zeichen. In der dritten Liga war das auch so scheiße und wir sind aufgestiegen als Erster. Trommelwirbel, haben wir es geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen? Ja! Oh, das war ein bisschen cringe. Wir haben es geschafft, als Erster. Jawohl, meine Mannschaft, die SGD, steigt in die Bundesliga auf. Ich bin so stolz auf euch, Jungs. Diese Mannschaft hat es geschafft, aufzusteigen. Ich bin so stolz auf euch, Jungs. Okay, und jetzt wisst ihr genau, was es heißt. Angriff in Richtung Meer. Wir wollen es in die Champions League schaffen und jetzt können wir es auch endlich schaffen, weil wir spielen in der Bundesliga. Obwohl, warte, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Es war nämlich noch etwas Krasses und zwar waren wir einfach im Halbfinale des DFB-Pokals. Stellt euch vor, wir wären ins Finale gekommen und hätten da RB Leipzig, unseren Ostrivalen, geschlagen. Hätten wir sogar direkt jetzt schon Europa League spielen können. Aber man kann nicht alles haben, jetzt geht's erstmal in die Bundesliga. Ey, und wir haben einfach unfassbare 47 Millionen Transferbudget. Damit können wir jetzt einen richtigen Banger kaufen. Und dieser Banger ist Antonio Silva für 45,9 irgendwas Millionen im Tausch gegen Morgalla. Und jetzt ist unser ganzes Geld weg. Dafür haben wir aber einen unfassbar krassen Innenverteidiger. Und das ist tatsächlich auch unsere größte Schwachstelle gewesen. Jetzt müssen wir noch ein paar Leute verkaufen. Und dieser Verkauf ist Kirilo Melichenko für 4,7 Millionen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Liquidität. Aber ich glaube, wir werden damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, unsere Mannschaft sieht eigentlich sehr, sehr gut aus und ich glaube, mit dieser Mannschaft können wir auch tatsächlich in der zweiten Liga bestehen. Und genau, das werden wir jetzt auch probieren. Verträge sind auch alle schon längst verlängert. Das heißt, wir können die erste Bundesliga-Saison verlängern. Bitte werde ich nicht gefeuert, sondern schaffe ich es vielleicht sogar als internationales Geschäft mit meiner Mannschaft? Also ich glaube, internationales Geschäft wäre schon ein bisschen übertrieben. Aber Abstieg wäre auf jeden Fall nicht akzeptabel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir gelandet sind. Wir sind gelandet auf Platz 10. Oha, Platz 10. Okay, okay, okay. Das heißt, ey, wir waren nicht mal so weit entfernt vom internationalen Geschäft. In der nächsten Saison könnte es tatsächlich so weit sein, dass wir irgendwo ganz weit oben landen. Und im DFB-Pokal sind wir tatsächlich gegen Freiburg in der dritten Runde ausgeschieden. Okay, interessant. Unsere Mannschaft ist immer noch weiter krass geworden. Aber wir brauchen definitiv noch ein paar neue Spieler. Und das heißt, nächste Saison, ich sag's jetzt einfach, greifen wir die Champions League an. Wir haben wieder 52 Millionen Transferbudget. Damit kann man auf jeden Fall noch ein paar gute Spieler kaufen. Wir müssen natürlich aber erstmal wieder Verträge verlängern, das sehr auch sehr, sehr kostenintensiv ist. Aber das ist mit das Wichtigste und das geht erstmal vor. Aber gehen muss natürlich auch jemand und das ist Hugo Larsson. Denn wir brauchen Geld, noch mehr Geld. Und er hat uns wirklich nicht so wirklich vorangebracht. Und für ihn können wir uns jetzt folgenden Mann holen. Nämlich Eric Garcia.
Und damit haben wir jetzt hinten in der Verteidigung ein richtiges Bollwerk. Unser eigener Jugendspieler Kevin Ehlers muss leider Pforten räumen, aber sitzt natürlich weiterhin auf der Bank, weil ich brauche ein paar Leute, die mit uns die Champions League gewinnen, die auch im ursprünglichen Kader waren. Tut mir natürlich sehr leid, aber wir müssen irgendwie den Kader ganz klar verbessern. Es geht einfach nicht anders. Apropos ursprünglicher Kader, es kommt eine ganz gewisse Person auch jetzt schon zurück. Paul Will ist zurück in der Heimat, beziehungsweise bei Dynamo Dresden. Kommt von Hasten Dynamo, lustigerweise. Und wie versprochen, ich brauche den Mann einfach in der Mannschaft. Ich glaube, mit ihm, es ist so ein kleines fehlendes Puzzleteil. Jemanden wie ihn auf der Bank zu sitzen, würde uns definitiv voranbringen. Und für die breite Masse kommt jetzt tatsächlich auch noch Eduardo Mendy mit einer 84er Gesamtstärke, aber mit einem erträglichen Alter von 35 Jahren. Ist ein bisschen schwierig, der Transfer, aber ich glaube, der Mann wird uns auch für eine kurze Zeit weiterhelfen und im Hintergrund kann dann unser Jugendspieler ranreifen und ja, ich dachte, es ist ein cooler Transfer. Und dazu kommt noch weiterhin für die Breite Morgan Rogers, auch für die Bank, aber dafür haben wir jetzt einen richtigen Banger auf der Bank. Ja, und so sieht die Mannschaft jetzt aus. Ich kann hier nicht viel anders was machen, weil wir haben nicht so viel Geld, dass es sich lohnt, irgendeinen besseren Spieler zu holen. Aber ich glaube, die Mannschaft kann es tatsächlich, und das meine ich voll ernst, jetzt diese Saison wirklich ins internationale Geschäft bringen. Eine Ewigkeit später. Nein. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Digga. Die haben mich jetzt gerade nicht wirklich rausgeschmissen, oder? Ey, Mann! 13. waren wir bloß! Digga, mit der Mannschaft! Habt ihr die Mannschaft gesehen? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe hier gerade 3 Stunden lang aufgenommen, habe wirklich alles gegeben, meinen Verein in die Champions League zu führen. Ich habe es einfach nicht geschafft und was soll ich euch sagen? Es tut sehr, sehr weh im Herzen. Aber immerhin habe ich es geschafft, meinen Verein in die Bundesliga zu bringen. Und ich glaube, das ist auch ein voller Erfolg. Ich hoffe, jetzt steigen wir wenigstens im echten Leben noch auf. No. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Video gehabt. Es ist jetzt der Anfang von einem sehr, sehr geilen neuen Kanal. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, teilt den Kanal mit euren Freunden, kommentiert, wie gesagt, für die 100 Euro. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal unbedingt eine 5 in die Kommentare, damit ich einfach sehe, wer bis hierhin geschaut hat. Und, so wie es auch tut, jetzt gibt's noch den Löffel des Verderbens. Keine Ahnung, ob das überhaupt so, also so, wie sage ich, also ob man das überhaupt menschlich gesehen hinbekommt und machen darf oder sollte. Aber ich denke mal, das passt so, oder? Ich habe jetzt hier so eine Chili irgendwas und ich werde mir das jetzt reinfetzen. Oh nein, das wird so eine dumme Idee sein. Ich muss ihn runterdrücken, oder? Ich kann es nicht runterschlucken. Es hängt fest. Es brennt ganz doll. Ganz doll. Freunde, das war's mit dem ersten Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, weitere Folgen.